dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, 1:1 hier beim VfB Lübeck. Torhüter Morten Behrens steht bei uns. Morten, 2 Elfmeter in einem Spiel pariert. Wie hast du das gemacht heute? Wir bereiten uns natürlich auf jeden Gegner vor. Mit Tischi zusammen gucken wir mal potenzielle Schützen an, wer schießen könnte, wo die hinschießen könnten. Und ja, heute hatten wir 2-mal Glück. Der Elfmeter, ja, da hätten die Gastgeber den Sack zumachen können in der Schlussphase des Spiels. Wir aber auch schon vorher, ja, waren eine halbe Stunde in Überzahl. Haben wir da möglicherweise zu wenig nach vorne gespielt? Ja, gerade in Überzahl haben wir es natürlich versucht, auch über viele lange, hohe Bälle nach vorne zu kommen. Es war schwer, flach zu spielen auf dem Platz, deswegen war das eigentlich ein gutes Mittel. Aber Lübeck hat sich nach der gelb-roten Karte natürlich auch hinten reingestellt und hat es uns natürlich dadurch schwer gemacht. Am Mittwoch, da wartet der nächste starke Aufsteiger auf uns. Ja, wir empfangen zu Hause Saarbrücken. Ja, wird auch nicht einfach. Was gilt es jetzt unter der Woche nochmal anzusprechen, um mögliche Fehler in dem Heimspiel abzustellen? Naja, erstmal müssen wir gut regenerieren. Geht ja am Mittwoch schon weiter und dann brauchen wir einfach frische Leute auf dem Platz, die wieder alles raushauen. Ich denke mal, auch wenn es ab und zu heute mal harte Kost war, wollen wir wieder einfach alles raushauen und dann wieder Punkte mitnehmen. Wie würdest du unser Abwehrverhalten am heutigen Tag beschreiben? Mehr als die beiden Elfmeter wurden ja nicht wirklich zugelassen. Da können wir eigentlich zufrieden sein, oder? Ja, bis auf einen Standard früh, wo wir einen Pfostentreffer kassieren, haben wir eigentlich nichts zugelassen. 2 Elfmeter, weiß ich nicht, ob man beide geben muss. Aber sonst haben wir eigentlich nicht viel zugelassen. Und darauf können wir aufbauen. Morten, vielen Dank und viel Erfolg am Mittwoch. Danke.